Und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Ich bin wieder da und das heißt, dass ich erstmal richtig kacke bin und ich bin gerade dabei, neue Shortcuts zu lernen. Also wenn ich hier random hin und her klicke, weil ich nicht weiß, welcher Knopf was macht, liegt es daran, dass ich die Shortcuts noch nicht so ganz auf dem Kasten habe. So, ab und zu muss ich dann auch mal auf die Tastatur gucken, um zu wissen, wo meine Hand gerade ist. Es ist, wie gesagt... Es ist echt wild. Ein paar Tasten wurden umgelegt und ja, muss ja alles irgendwie ein bisschen schneller gehen, ne? Dementsprechend alles ein bisschen verändert, aber so leicht und so langsam komme ich rein in den Lachs. Es ist halt viel Training. Wenn du deine Hotkeys einmal veränderst, boah, das ist schon echt unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, anyway, wir spielen gegen einen Gegner, den ich nicht kenne vom Namen her. Könnte aber so ein Spinix sein. Ich drücke mal hier F8. Es ist Spinatix. Könnte Spinix sein, ne? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall zurzeit gerade Rang 12. Was noch nicht viel heißt, es ist Anfang der Season. Da wird noch viel jetzt passieren im Laufe der Season. Aber zurzeit ist er Rang 12. Also es heißt, glaube ich, okay, sag ich mal, zurzeit schon Rang 12 zu sein. Das ist schon, da spielen schon ein paar gute Leute zurzeit, ja. Das möchte ich damit sagen. So, hier, komm, jetzt Ressourcen. Warte, was muss ich drücken? Okay. Ja, komm. Zack. Easy. Seht ihr das? Es flutscht. Mehr oder weniger, aber bald wird's flutschen. Trust. Ja, verkauft, glaube ich, kein Stahl, wobei ich mir nicht sicher, hier unten hat er Stahl verkauft. Da könnte man reinsägen, aber ich weiß nicht, ob ich da reinsägen will. Es ist Spinix, oder? Hat er nicht auch letztens gegen mich, warum baue ich denn eine Windturbine? Das war ja so bad. Ich wollte doch das Dingslager. Jetzt wird er meine Windturbine abreißen mit dem Snubber, bin ich mir ganz sicher. Ah, bitte nicht schießen. Okay, den Sniper wieder abgebaut. Ich glaube, war das... Nee. Also es gibt die Variante, wo der Gegner denkt, dass du Spion spielst und dann versucht er quasi mit einem Gunner zu verschleiern, was er als letztes platziert hat. Aber davon gehe ich mal hier ganz stark nicht von aus. So, nee, die Taste brauche ich. Jawohl. Steuerung. Also Steuerung muss ich mir noch irgendwo hin umlegen. Das gefällt mir noch nicht so ganz, wo das zurzeit liegt. Not gonna lie. So. Aber ansonsten bin ich schon ganz zufrieden mit dem neuen Layout. Ich muss es jetzt nur noch lernen und beherrschen lernen, vor allem. Ne? Okay, machen wir gleich. Erstmal Windturbinen snacken. Okay, die anderen haben nicht gesnackt. Schießen wir mal da unten rein, falls er schon was platziert. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit der Vorlogen. Na komm. Okay, Vorlagen will nicht. Da ist etwas explodiert, aber ich weiß nicht was. Ich gehe direkt fürs Upgrade und hole mir Smoke Launcher. Die Taste ist es jetzt mittlerweile. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ain't so easy. Das soll nicht passieren. Das ist eigentlich auch nicht der Aufbau, den ich haben will, aber jetzt haben wir ihn, also muss ich damit klarkommen. Und ich kann das irgendwo hinbauen. Cool. Damit nochmal direkt getestet, was da sitzt. Noch nichts. Wir brauchen so vieles und ich bin so langsam. So, jetzt so eine Battery. So, das hier vielleicht noch kurz verbinden. Ich habe keine Lust zusammenzukrachen, ne? I'm not gonna lie. Ich will hier einfach nur überleben und einen ehrenvollen Tod sterben. So, sehr schön. Jetzt geht das Spektakel los. Da kommt gleich Stuff rein. Da oben kommt dann wahrscheinlich noch... ich will immer meine alte Taste drücken. Es ist so ein Urge. Hier oben will ich noch einen AP-Sniper haben. Oder den normalen. Bin ich mir noch nicht sicher, was da hin soll. So, die Taste. Nein, verdammt! Fast, Leute. Wir sind fast da, wo wir hinwollen. Ist er schon fertig? Nein, noch nicht ganz. Okay, wir schießen mal dahin. Damit hinterher und gucken, was passiert. Ja. Ja. Ist okay. Hotkeys machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Erstmal müssen...
Was habe ich gesagt? Nein, Shortcuts machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Also hier oben, ne? Gruppieren, das wollte ich sagen. Das machen wir zum späteren Zeitpunkt. Wir gönnen uns erstmal den Stuff hier. Und reden, das lösen wir irgendwann anders, das Problem, liebe Leute. Das machen wir, glaube ich, nicht mehr in diesem Lesen. Leben. Lesen. Jawohl. Da hinten kommt jetzt auch einer. Sehr schön. Wunderschöner Treffer. Okay, dich machen wir mal auf 2. Hä? Du warst noch nicht auf 2? So, jetzt. Sehr schön. Da kommt noch nichts. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Okay. So, wir haben absolut keine Verteidigung vom Kern, man kennt's. Der hat schon wieder nachgeladen, da kann ja nicht sein hier. Okay, da kommt gerade nichts. Ja, kriegen wir doch hin. Läuft doch. Jetzt noch den als nächstes platzieren. Und dann geht's uns gut. Aber wir haben ein bisschen wenig Stromproduktion, finde ich. Und sehr viel Metall gerade rumfloten. Komm, 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 komm. Sehr schön. Ich sehe ihn schon, den Plasma Out of Nowhere. Der uns hier, also an die Bauweise, Leute, da müssen wir uns, da, also da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Das dauert jetzt ein bisschen. Und auch bis ich meine APM wieder einigermaßen ins Laufen bringe. Wo ist denn mein. Ich drücke die ganze Zeit eher, deswegen. Okay. Alrighty, was war das, Salzi? Man weiß es nicht. Okay, du musst jetzt geupgradet werden. Ich muss meine Finger wieder auf die richtigen Tasten legen. Wir gehen weiter mit EMP-Spam auf den Sack. Holen uns Kreissägen, weil sonst kommen wir da gleich nicht mehr durch. Und dann kann es weitergehen. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Ich glaube, hier blockiert es mich ein bisschen. Not sure, though. Ah, Core Damage. Was? Komm, nochmal. Okay. Das war schon wieder die falsche Taste. Energy, please. Jawohl. Und jetzt die hier rein. So oder so. So ist, glaube ich, das sollte passen. Das sollte passen. Hat er die gerade abgewehrt? So, okay. Ich muss daran denken, dass ich das jetzt mit dem Finger machen muss. Okay. Und reparieren mache ich, glaube ich, lieber mit der Maus anstatt mit R. Weil das jetzt nicht mehr so ganz in mein Layout mit reinpasst. So. Sehr schön. Die haben wir. Da hinten komme ich immer noch nicht ran, glaube ich. Lass das doch einfach. Warum schießt du denn deine eigene EMP damit ab? Ich verstehe es nicht. Ja. Genau das war zu erwarten, ne? Wo sitzt das Ding da hinten drin, wa? Ja, netter Versuch. Die kommt aber leider auch nicht ganz durch.
glaube ich, zu hoch, ne? Schönes Ding. Okay, nächstes Mal ein bisschen niedriger. Da wieder drauf, immer feste. Na komm. Jetzt da die Nuke rein, das wäre schön. Wir floaten, daran müsst ihr euch auch gewöhnen. Das wollte ich nicht. Ja, sehr schön. War das der Plasmalaser? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe es einfach. Ich bete da an der Stelle zu Gott, dass es der Plasmalaser war. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wir finden wieder zu aller Stärke zurück, liebe Leute. Hätten wir nur mehr Energie. Das eine doofe Schild hier blockiert ganz schön viel. An Energy Production. Na komm. Da jetzt ein Nuke drauf und vielleicht mit kreisigen Assisten. Aber ich habe keinen Strom. Nicht wieder die eigene EMP abschießen. Siehst du, wir haben gelernt. Okay. Okay, langsam aber stetig. Wir machen das ganz entspannt. Wir wollen das jetzt nicht wegwerfen, das Game, weil das sieht echt gut aus für die erste Aufnahme, die erste richtige Aufnahme nach dem Urlaub. So. Aber ich bin verwirrt mit den Tasten, ne? Ich sag's, wie es ist. Also das macht mich echt fertig. Ich habe so 0, gar nichts Strom. Ist gerade auch ein bisschen anstrengend. Lol. Hätte ich jetzt Kreissägen, ne? Na gut, wir müssen wenigstens ein bisschen Schaden aufrechterhalten, dass er sich da nicht zurück sustain kann. Ist ja auch immer teuer, das Ganze reparieren. Nicht kollapsen, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Vielleicht noch ein bisschen hochbauen. Na, falsche Taste. Ach Gottchen. Es ist wirklich einfach richtig ruckelig, oder? Es tut mir auch leid, wenn ich mich so oft dafür entschuldige, aber es fühlt sich auch einfach unangenehm an. Für mich. Aber bald, liebe Leute, sind wir da wieder. Ja. Eine schöne Windturbine. Der traue ich jetzt schon ein bisschen hinterher, ne? Na. Okay, da geht nichts auf. Da ist anscheinend nichts mehr. So, jetzt. Komm. Das sieht doch gut aus. Ach, Mando. Mehr Kreising. Wo brennen wir? Ach, das hat schon wieder die Windturbine mitgenommen. Jetzt verstehe ich. Das waren also meine eigenen Swarms, die das da kaputt gemacht haben. Brauche ich einfach so ein kleines Dach und dann sollte das funktionieren. Richtig? Richtig. Oh, die ist fast kaputt. Keine Energy für den Salzi. Und da geht schon wieder was kaputt, aber ich weiß nicht wieso. Fliegen die hier. Also, wo fliegen die denn lang? Sag mal. Wollen die da durch oder was? Ich habe das Gefühl, die werden immer ein bisschen schlimmer gecodet hier. Ich habe seit 10 Jahren die Tech dafür, ne? Aber ich habe nichts daraus gemacht. Excuse me? Und da habe ich ihn wieder selbst outplayed. Aber die Swarms machen ja wirklich nur Mist, Alter. Die machen ja wirklich kompletten Mist. Ich weiß nicht wieso. Falsche Taste. So, ich glaube, so läuft es jetzt wieder besser. Ja.
So, mach den Lachs jetzt kaputt. Habe ich gerade die selber getroffen? Ach Gott, es tut mir so leid, es tut mir so weh. Wie ich so unable bin, dieses Spiel zu beenden, ne? Ah. Na, falsche Dings. Ah, hier passt es leider nicht hin, ärgerlich. Da musst du einfach hier hinter sitzen, ne? Ja, was soll's? Was soll's? Dann kommt der jetzt hier einfach rein. Und dann ist es das so. So, mit dem Strom. Gucken wir mal, ob wir da noch was hinkriegen. Tun wir. Sehr schön. Dich wieder upgrade, please. Please, do the upgrade. Also die Kreissägen schneiden böse da hinten. Ich komme einfach nicht durch. Und jetzt, wo er ein Plasma hat, wird es da unten auch echt eng. Da komme ich leider nicht durch. Ich brauche wieder eine Shotgun, ne? So. Schade, das hat leider nicht ganz funktioniert. Funktioniert. Alrighty. So, they're back in the business. Aber wir haben keinen Strom mehr, so viel. Da muss, glaube ich, neuer her. Das überleben wir es nicht. Dass die Windturbine da nicht gefallen ist, ist ein kleiner Joke. So, jetzt aber. Pricing, please. Okay. Sehr schönes Ding. Stimmt, mit dem musste ich tiefer. Vergessen. Hier machen wir Schild hin. Der ist schon nah an unserem Kern. Wenn das hochgeht, macht's Aua. Aber wir sterben noch nicht. Aber wenn da ein Plasmalaser durchkommt, dann wäre es unverhältnismäßig schmerzhaft. Ja. Summer. Beide hier nicht genug Energie gehabt. Ich glaube, ich hatte seinen Plasmalaser sogar. Ich meine, ich war da auf dem, auf der, ist das schon? Ist das schon, wo war ich drauf? Reden.exe stop working.
er kommt durch. Das ist ein schöner Treffer. Ich befreie ihn da mal von ein bisschen Holz. Es reicht alles nicht, ne? Aber jetzt ein Plasma-Laser hinterher. Ja, da ist was hops gegangen. Ich weiß nicht ganz genau was. Aber es sah schmerzhaft für ihn aus. Dann nochmal wieder einen hinpacken. Den schießen. Kann er rausnehmen. Ja, guter Treffer. Aber was heißt guter Treffer? Er muss den EMP-Launcher damit rausnehmen. Ansonsten wird es einfach zu schmerzhaft für ihn. Auf Dauer. Aber den kann ich natürlich günstig ersetzen. Zack. So, bumm. Big Shuck, the one and only. Please schießen. Danke sehr. So. Das ist frech. Das ist nice. Das ist sehr nice. Ja! Da hat sie Strebe gebrochen. GG. Puh, Junge, war das ein anstrengendes erstes Game, aber es war gar nicht so schlecht. Am Anfang klappt das mit den Hotkeys, aber wenn du dann im Game bist und einfach dein Mind nur noch woanders ist, dann klappt das gar nicht mehr. Von daher, das muss geübt, geübt, geübt werden. Und gegen Nukes ist auch schwierig, muss ich mir ganz ehrlich gestehen. Ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich übe und übe und übe und übe. Wir werden besser und besser, besser. Dann schalten wir uns in die A-Z-Challenge 2.0 und dann, ja, schauen wir mal, wie es weiterläuft. In diesem Sinne, haut rein.